so richtig. Also ich verstehe, warum das so riesige Raildinger sind, so richtige Riesen-Blueprints. Das ist schon irgendwie verständlich. Schauen wir eben dann nochmal ein paar Blueprints an. Okay, das. Vergiss es, es ist riesig. Da haben wir jetzt mal wirklich das mit selber beschäftigen müssen. Ideal wäre natürlich, wenn wir hier drinnen fahren könnten, ne? Wie sieht es auf der Innenseite aus, wenn wir sagen... Okay. Ja, es geht sich alles von den Winkeln her nicht aus, ne? Ah, das ist ein bisschen doof mit den Zugdingen. Vor allem, wenn man keinen Plan hat, was man macht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Kollegen hier nehmen... Ja, das passt gar nicht, ne? Ist zwar schon irgendwie super nice, aber passt halt nicht in das Grid-System rein, ne? Vor allem, was soll ich mit dem ganzen Zeug, ne? Na, pass auf. Lass mal eben so eine Hauptader zum Beispiel jetzt ziehen. Gleis 1, Gleis 2, so nach dem Motto, ne? Macht wahrscheinlich nicht Sinn, so was Langes zu machen, aber was soll's. Auf der Seite und dann... Das Ganze nochmal retour. Wir sollten wieder ein Auto craften, ne? Und jetzt gib mal hier... eigentlich aus, ne? Zum Beispiel, ne? Hammerels im Logistiksystem normal schon, ne? Ja. So, und wenn wir jetzt von unten hochkommen... irgendwo hier drüben müsste unser Railzeug sein. Ja, hier.
So. Das müsste ja funktionieren, ne? Wir werden doch die Bots brauchen. Und hier die Lieferung wieder hochdrehen. Genau, und hier können sie rein, wenn der Kreis frei ist, mehr oder weniger. Und dann bauen wir hier, keine Ahnung, eine Wartestation. Da können wir aber dann ein normales Ding machen, ne? Ein normales Signal eigentlich. Und hier auch, dass wir Platz haben. Den Kollegen hier herstellen. Damit wir die Rails logistisch abgedeckt haben. Da drüben, okay. Dann hätten wir das einmal ins System hier reingebracht, ne? Und dann sagen wir, okay, hier runter. Ach so, ohne Rails kann ich nichts machen. Hier runter machen wir die Entladestation oder so. Da sollten Rails daherkommen. Ja. Macht wahrscheinlich Sinn, so eine hinzustopfen, ne? Oder so einen. Fertig, da werden wir gleich runtergehen und ein paar Blueprints überschreiben. Und dann sagen wir eben hier.
Teil ist zu groß. Okay, wie viel haben wir? 1, 2, Abstand, 1, 2. So zum Beispiel, ne? Genau, dann kann man hier rauf joinen wieder und dann müsste das sich von hier aus auch so reinbringen lassen, richtig? Keinen Plan, wo wir da Signale setzen, aber müsste so gehen. Glaube ich zumindest. Und hier fahren wir wieder hoch, ne? Entweder hier links. Ja, der stimmt. Das ist auch der falsche. So, hier können wir hoch. Und wir wollen da hoch, ne? Bauen. Schauen wir uns das mal eben an. Ist das wahrscheinlich noch eine Mega-Platzverschwendung? Ja, denke ich schon. Weil die eben so nicht passen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Grid-Dinge anschaut. Ist es rein theoretisch nicht so genau, ne? Ja, lieber die Gleise setzen statt die Betonblöcke, aber gut. Ziemlich fertig. Und hier geht's runter, ja? Ja. Ach, hier haben wir eins, okay. Dann brauchen wir hier keins. Ja, da geht sich kein Zug aus. Gut. Upsa.
Zeit sind wir hier eines zu glatt neben. Ah, ich hasse das mit diesem, wenn man Schiff drückt, verhält er sich ein wenig komisch, der Kollege. Das mit den Roboports ist kacke. Also ich verstehe, warum dieses Riesenset da mit dem Zeug im Einsatz ist. Na, mit diesen Riesengleisen. Ich glaube, ich muss einfach in größeren Maßstab denken oder so. Habe ich zumindest das Gefühl. Ha. Oder das City Grid ist, aber das ist ein gutes System, glaube ich, ganz ehrlich. Ihr seht, ich bin hin und her gerissen. Gewaltig, sage ich ehrlich. Okay, wir müssen da irgendwo mal ein paar Dinge aufstellen. So, das sind die Fashion. Wir brauchen wieder neue Forschung, wie es aussieht. Zum Beispiel, da kommt hier unten. Das Output-Zeug hin. Ne? Aber ja, das macht hier keinen Sinn. Legen wir eben. Kollegen hierhin. Und hier machen wir den Anschluss an unser bestehendes System. Ne? Ich habe noch keinen Plan, wie wir hier einen Kreis machen sollen. Nein. Mm-hmm.
Ich hasse Raids. Ich glaube, das kann ich schon mal so cool wie das Zeug ist, na, aber. Ui, 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 sag ich da nur. Sich der Kack so bescheiden, don't get me wrong, aber was ist denn, soll denn das werden? Sieht doof aus, aber funktioniert vermutlich. Hier. Hier ist ja alles voll mit Blöcken, okay. Okay, und dann müssen wir irgendwie den inneren Kreis noch. Mit den Außen linken. Das sieht ja mal ausnahmsweise gut aus. So, und damit hätten wir es ins bestehende System eingestöpselt, ne? Ich bräuchte ein paar Rails bitte hier, damit ich Signale setzen kann. Wäre schön. Zum Beispiel, ne, dann haben wir das Teil jetzt angeschlossen. So. Oh Gott, sieht das kacke aus. Zwei in die Hinrichtung, zwei in die Rückrichtung. Man kann hier rausfahren oder man fährt von außen rein. Ja, das sieht zumindest von der Idee her richtig aus. Ja. Mhm. Und jetzt will ich hier raus. So irgendwie eine Kurve und dann starten wir da zum Abladen oder so. Das setzt er vor allem zuerst voraus. Genau, dass wir hier die Straits haben. Da ist Straits, ne? Und dann setzen wir hier Abladepunkte. Mach mal ein kürzeres Segment.
Moment. So. Und dann. Braucht man hier irgendwie. Dran, ne? Jetzt kann man hier abfahren und hier wieder auffahren. Und dann müsste man ja jetzt hier. Oh Gott, das ist platzieren, Alter. Ich könnte auszucken, ich sage es euch ehrlich. Ja, ich weiß, dass es außer der Reichweite ist. Oh Wunder. Ja, genau. Wieso ist das so weit weg? Warum muss das so weit hochgehen? Ich bin verwirrt. Ja, viele Züge abladen können. Ne? Ja, doch, schaut zumindest gleich aus. Gut, aber wenn wir hier sagen, wir machen hier Eisenabladestation. Ach, ja, und hier ist. Die Kacke am Dampfen, ne? Ich würde ja doch mal abreißen anfangen. Aber ist gleich nicht so gescheit. Ich bin echt ein wenig. Verwirrt gerade. Habe ich das schon erwähnt? Ich fürchte, ich werde mir dieses Grid-Tutorial nochmal anschauen müssen. Mit den City-Blocks, ne? Da-da-da-da-da-da.